einen wunderbaren guten Morgen. 8.14 Uhr. Wir sind wieder auf dem Weg nach dieser wirklich sehr lauschigen Nacht auf dem Grundstück von dieser super netten Lady. Und gerade eben noch ein kleines Schwätzchen gehalten. Und jetzt machen wir uns wieder auf. 24 Kilometer wollen wir heute laufen. Und dann hoffentlich an einem sehr schönen Ort Rast zu machen. Villa Valentini Bonaparte. Nicht schlecht, Herr Specht. Also doch kein privates Anwesen, sondern ein Luxushotel, das man für Hochzeiten mieten kann. Unfassbare Zimmer, schaut euch das mal an auf booking.com. Der Preis für heute Nacht 450 Euro. Schnäppchen. Heute ist es wirklich anstrengend. Die Strecke ist überhaupt nicht schön. Und es herrscht ein unfassbarer Wind und ich laufe gegen das Wetter an und will vor dem Regen auf dem Campingplatz sein. Es ist 12.11 Uhr, ich habe noch 9 Kilometer. Die werde ich jetzt auch noch schaffen und dann sind wir aber echt gerannt. Ein letzter Blick auf die Toskana, weil ich glaube, jetzt bin ich dann demnächst in Umbrien. Arrivo. Ja, das ist das Objekt meiner Begierde. Der viertgrößte See in Italien. Ja, das romantische Grün des Wassers lädt mich zum Baden ein. Der Nachteil an diesem Campingplatz ist, dass es nicht wirklich eine Campingwiese gibt. Und dass man hier zwischen Wohnwagen, die gerade rangekarrt werden, und Caravans, die da vorne sind, irgendwie eingezwängt wird. Das ist echt blöd. Dieser See hier ist übrigens in der Mitte nur 5 Meter tief und es gibt keinen natürlichen Zufluss. Das heißt, er speist sich tatsächlich nur aus Regenwasser. Es hat hier aber, so sagte man mir auf dem Campingplatz, seit Monaten nicht mehr geregnet. Das kann man auch sehen, weil das Wasser und der Strand, da liegen ungefähr 20 Meter dazwischen. Kann Leid zu persönlichem Wachstum führen? Ja, natürlich. Zwischenzeitlich glaube ich sogar daran, dass ausschließlich persönliches Leid und ein tiefsitzender Schmerz die Schlüssel zu vielfältigen Veränderungen sind, egal ob auf persönlicher Ebene oder auf gesellschaftlicher Ebene. Wem tagtäglich die Sonne aus dem Arsch scheint und der vom Glück begünstigt ist, hat doch keinen Grund, etwas an seiner Situation zu ändern. Leid kann tatsächlich zu persönlichem Wachstum führen, was meine Geschichte und Trees of Memory eindrücklich beweist und von Tag 1 an auch öffentlich dokumentiert wurde.
Diese Transformation wird oft unter dem Begriff posttraumatisches Wachstum verstanden, ein psychologisches Phänomen, bei dem Menschen durch Erfahrungen von Schmerz und Leid bedeutende positive Veränderungen in verschiedenen Lebensbereichen erfahren. Leid fordert oft unsere bestehenden Überzeugungen und Lebensansichten heraus. In der Auseinandersetzung mit schwierigen Situationen und Gefühlen können Menschen tiefere Einsichten über sich selbst und das Leben gewinnen. Sie entwickeln dabei häufig eine neue Wertschätzung für das Leben, intensivieren ihre Beziehungen und erkennen neue Möglichkeiten für ihre Zukunft. Zudem kann Leid die persönliche Resilienz stärken. Menschen lernen, mit schwierigen Emotionen umzugehen und widerstandsfähiger gegenüber zukünftigen Herausforderungen zu werden. Diese gesteigerte Resilienz ermöglicht es ihnen, sich schneller von Rückschlägen zu erholen und adaptiver auf neue Stressoren zu reagieren. Auch kann Leid zu einer Neubewertung der persönlichen Werte und Prioritäten führen. Menschen, die durch schwere Zeiten gegangen sind, berichten oft, dass sie klarer erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist und dass sie intensivere und authentischere Beziehungen zu anderen pflegen. Während Leid zweifellos schmerzhaft und oft tragisch ist, zeigt die menschliche Erfahrung, dass es auch eine Quelle tiefgreifenden Lernens und persönlicher Entwicklung sein kann. Ich werde oft gefragt, ob ich heute glücklich bin. Meine Antwort darauf ist immer wieder dieselbe. Ich habe das beste Leben, das ich mir vorstellen kann. Während ich die ersten 7, 8 Monate nach dem Tod meines Freundes in einer unfassbar schmerzhaften Dunkelheit versank, hat Trees of Memory und mein Tun einen Sinn in mein Leben gebracht, den ich vorher nicht hatte. Wie die meisten Menschen habe ich einfach nur gelebt, geliebt, gearbeitet, Party gemacht, konsumiert und vom Urlaub geträumt, aber einen Lebenssinn hatte ich nicht wirklich. Heute bin ich bis in die letzte Kammer meines Herzens wirklich erfüllt, auch von Glück erfüllt, dass ich all das machen darf und dass ich all das erleben darf, was Trees of Memory mit sich bringt. Von meinem früheren wirklich sehr großen Freundeskreis sind tatsächlich nur noch 4 oder 5 Menschen übrig geblieben. Den Rest habe ich entweder durch den Suizid und ihren mangelnden Umgang mit diesem Thema und der nicht vorhandenen Empathie verloren, oder ich habe mich von ihnen in den letzten Jahren komplett distanziert, weil sie einfach nicht mehr in mein Leben passten und weil sie keinerlei Empathie und Verständnis für das haben, was ich jetzt tue. Aber ich habe viele neue Freunde und Freundschaften gefunden, auch wenn diese Freundschaften ganz anders geliebt werden müssen als zu der Zeit, als ich noch nicht unterwegs war. Wenn mich heute die berühmt-berüchtigte gute Fee aufsuchen würde, um mir 3 Wünsche zu erfüllen, dann würde ich mich nicht mehr in mein altes Leben zurückversetzen lassen. Es ist alles gut, wie es ist, nur anders gut. Aber das ist ohne Frage. Der Preis dafür war viel zu hoch. Ich persönlich glaube, dass jeder Mensch dazu in der Lage ist, Leid, Trauer und Verlust und den Schmerz zu transformieren, wenn er die richtige Aufgabe für sich gefunden hat oder diese für sich kreiert hat, so wie das mit Trees of Memory in meinem Leben geschehen ist. Aber ich gebe zu, dass dies definitiv schwierig ist. Es braucht seine Zeit und man muss hierfür tief in das eigene Seelenleben einsteigen, um in der Stille seines eigenen Universums die richtigen Antworten zu finden. Das ist jedem möglich, der will und der sich davon abwendet, den neuen drastischen Lebensumständen ausschließlich mit einem zerstörerischen "Ich kann nicht" zu begegnen. Doch du kannst. Du hast die Kraft in dir, all das zu bewältigen, was dir das Leben vor die Füße wirft. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch ein Schicksal erfährt, das er oder sie auch bewältigen kann, so schrecklich, wie das auch scheinen mag. Wer kennt schon die Mechanismen des eigenen Karmas und der großen Bewegung, die das Leben am Laufen halten? Wir sind niemals die Handelnden, aber wir können die richtigen Antworten auf all die Eckpunkte unseres Schicksals geben und ausgestalten. Ja,
tiefes Leid und größtmöglicher Schmerz birgt die Chance zur Transformation, wenn man diese Möglichkeit erkennt und annimmt und akzeptiert. Aber dazu musst du erstmal akzeptieren, was geschehen ist und dass dies dein Leben von Grund auf verändern wird, ob du willst oder nicht. Yo no, yo no.